Das finde ich gut, dass der jetzt da weggeht. Können wir nämlich hier weiter. Gehen. Wir versuchen es wieder hier lang. Wieso ist denn der jetzt schon wieder hier? Der war doch eben noch hinter uns. Wieso kam denn der jetzt schon wieder von vorne? Was soll denn das? Das darf der nicht. So, da ist er jetzt wieder runter. Und ab einer gewissen Distanz kann der wirklich diesen Bewegungsmelder hören. Das heißt, wir müssen ganz vorsichtig sein. Jetzt steht er schon wieder da rum. Du darfst dich gerne entfernen. Och Leute, was patrouilliert denn der jetzt hier die ganze Zeit rum? Es ist schön, dass er so weit weg ist, aber genau in der Richtung, in die wir müssen, ne? Dass er uns da jetzt nicht gesehen hat, das grenzt an ein Wunder, aber der hört uns bestimmt gleich. Wir machen ja gerade so viel Krach. Ist das der Operationssaal? Na, wir müssen einen weiter. Wir müssen einen weiter. So, schön. Wow. Schiete. Bist du wahnsinnig? Junge, was machst du? Wir sind tot. Ja, ja. Schießt du nur? Ich, versteck mich inzwischen. Mann! Der hat doch das Vieh selber noch gesehen. Das ist doch quasi an ihm vorbeigegangen. Wie kann der so blöd sein und anfangen zu schießen? Ist er natürlich wieder aufgeschreckt. Wir haben scheiß Glück gehabt eben. Das zweimal jetzt schon. Mit diesem Alien. Komm schon ein bisschen weiter weg, bitte. Das ist das Gegenteil von weiter weg. Das finde ich gar nicht gut. Ach Mensch, dabei sind wir fast da. Das ist der nächste Raum, wo wir hin müssen jetzt. Irgendwas zum Speichern finde ich jetzt mal ganz gut. Hier ist ein Elevator. Ich wette aber, der funktioniert nicht. Er kommt. Hier ging es also los. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Und wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Nicht schon wieder. Kann ich da nicht runterkriechen?
Doch. Er ist hier. Vielleicht ist gerade die Tür aufgegangen. Liebes Monster, ist es niemand hier? Da ist er. Da geht er wieder, meine ich. Wo müssen wir jetzt lang? Natürlich, in die Richtung, in die das Monster geht. Schön. So, hier ist aber noch eine Konsole. Die müssten wir eigentlich mal benutzen. Alles geheim. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. So, wir wissen jetzt ungefähr, wo wir hin müssen. Und zwar hier ist in die andere Richtung. Kommt er? Ist auf jeden Fall näher. Wir müssen hier weiter. Vielleicht hier durch? Ne, das ist nur so ein Labor. Obwohl, warte mal, hier ist noch eine Tür. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Das ist doch genau unsere... Nein! Ein bisschen verkriechen, gucken, wie er reagiert. Also angespannt bin ich immer noch, aber so der Angstfaktor, der lässt so allmählich nach. Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Leiten Sie die San Cristobal-Evakuierungsverfahren ein. Von wo machen wir das jetzt wieder? Ach, das ist doch... Jetzt müssen wir wieder ganz auf die andere Seite. Natürlich müssen wir das. Alles andere wäre ja auch zu einfach. Und er ist hier vorne. Er ist fast über uns gewesen eben. So, hier durch. Ich gucke immer mal wieder auf die Karte. Hier ist die Notaufnahme. So, nochmal gucken. Was wir hier jetzt für Infos haben, für Daten. Dies ist eine formelle Beschwerde an die Krankenstation. Ich möchte nicht von einem Androiden behandelt werden, egal welcher. Ich bin ein leitender Angestellter von Sixen mit beträchtlichem finanziellen Anteil an Sevastopol. Ich erwarte eine angemessene Behandlung und zwar ausschließlich von Menschen. Der Dienstplan ist mir relativ egal. Der Verdacht auf Hirnschaden, ja. Der Vorfall. Foley, Lingard hier. Die Marshals wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Hier könnten wir uns verstecken, okay.
Der Pflanzenraum. So, hier können wir das jetzt einstellen. Ah, ich schalte immer aus Versehen um. Irgendwelches anderes Zeug. So. Wollen wir wetten, das löst einen Alarm aus und dann müssen wir uns wieder verstecken? Hier ist aber nichts zum Speichern, oder? Leider nicht. So, hier ist ein blinkender Knopf. Wahrscheinlich wieder dreimal. So, und noch einmal. Zacks. Hier können wir speichern. Alter! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war ja im gleichen Raum mit uns. Mal wieder. Oh nee, sag mir nicht, dass wir jetzt nicht durch die Tür kommen. Ah, hier ist was aufgegangen. Oder war vorher schon offen, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles wieder rückgängig machen hier oder ob wir halt beide Dinger machen müssen. Das klang jetzt wieder nach einem Androiden, na klar. Okay, und der ist genau da, wo wir hin müssen. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Und das Alien ist auch da. Vielleicht schnappt sich das ja den Androiden, das fände ich gut. Dann schnapp ich mir den jetzt. Nein, nein, mach aus, mach aus, mach aus. Das dauert jetzt zu lange. Ich will jetzt zusehen, ob ich den ausschalten kann hier. Wir haben ja unseren Elektroschocker. Okay, kein Zacks. Kein Zacks. Hm, ist unglücklich. Au. Ich werde sie einfangen. Nein, das wirst du nicht. Wollen Sie mehr über Sevastopol Sicherheitsvorschriften erfahren? So, das hat jetzt natürlich Unmengen an Lärm gemacht. Aber ich glaube, wenn das Alien in den Raum kommen würde, dann wäre es schon längst reingekommen. Und dann haben wir auch mal gesehen, wie dieses EMP-Zeug funktioniert. Kann ich mir eine neue bauen? Ich kann mir gleich eine neue bauen. Das ist natürlich sehr schön. So, und dann habe ich gesehen, Molotow-Cocktails. Da haben wir aber nicht genug für. Ein Medkit könnten wir noch bauen. Und noch eins, weil es so schön war. So, okay. Und jetzt machen wir mal den Sicherheitszugang. Ach, das ist das simple Ding. Hätten wir übrigens zeitlich geschafft.
Oh nein, Alarm. Musste das jetzt ein Alarm sein? Was Alarm bedeutet, wisst ihr ja, ne? Alarm bedeutet, Daddy kommt zum Spielen. Aber wenn wir Glück haben, wir müssen noch viel weiter darunter. Also in diesen engen Tunnel wird man überhaupt nicht paranoid und klaustrophobisch. Überhaupt nicht. Alles gut. Wo sind wir? Wieso werde ich das Gefühl nicht los? Das war, ich kann mir vorstellen, wo wir sind. Völlig falsch sind wir. Das entspricht nämlich ungefähr diesem Generatorraum, wo wir eben waren. Wir müssen genau in die andere Richtung. Problem ist, es gibt keine andere Richtung. Was? Das ist natürlich ungünstig. Genauso wie das da. Gut, aber wir müssen raus. Schlechtes Timing. Gut, er rennt da in die andere Richtung. Ich versuche gerade durchzukommen. Können wir hier gerade durchkommen? Nein, wir müssen dann außen rum. Wir hätten durch die Notaufnahme gehen sollen, aber da war ja zu. Jetzt kann er uns natürlich entgegenkommen hier. Hui. Er kriecht durch die Schächte, wie es aussieht. Und er kriecht weg. Und er kommt zurück. Das ist weniger schön. Und jetzt ist er weg. So. Das Problem ist, wir müssen halt jetzt hier einmal ganz außen rum. Und er kann uns jederzeit wieder entgegenkommen hier. Bei dem Lärm hört man ihn ja auch nicht. Man hört ihn nicht nur nicht, man sieht ihn auch ganz schlecht. Er ist da vorne irgendwo. Zweite nach rechts. Der ist nicht nur irgendwo, der ist direkt da vorne. Vielleicht kommt er ja an uns vorbei. Ich habe ihn gesehen eben. Der steht ziemlich genau vor der Tür, durch die wir müssen. Das ist natürlich unschön. Er entfernt sich. Unsere Chance weiterzuziehen. Ich frage es nur, wo ist er hin? Er ist genau da, wo wir lang müssen. Oh, das ist jetzt natürlich sehr nett von ihm.
Das muss man ja mal sagen. Kann ja auch mal nett sein. Das Ziel ist in Sicht, das Ziel ist in Sicht. Ich krieche drauf zu und wir sind raus hier, wir sind raus. Oh Gott. Oh Gott.